Kim, ihr steht vor einer Woche oder einem Wochenende mit wirklich zwei ganz, ganz großen Spielen, zu Hause gegen Limoges und gegen die Bayern. Wie bereitet ihr euch in dieser Woche jetzt darauf vor? Wir werden viel Video gucken. Die Bayern haben wir ja schon mal gespielt. Ich denke, da haben wir natürlich ein bisschen Vorteil. Limoges wird schwierig, ein ganz schwieriges Spiel, vor allen Dingen, weil wir gewinnen müssen, um in der Euroleague wieder ein bisschen den Anschluss zu finden. Wird eine interessante Woche, denke ich, für uns als Mannschaft. Geht es überhaupt, dass ihr euch vor dem Spiel gegen Limoges schon irgendwie mit den Bayern beschäftigt im Training? Je nachdem, wie Limoges spielt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht gibt es einige Parallelen in der Verteidigungsart von beiden Mannschaften. Das würde uns natürlich entgegenkommen. Aber der volle Fokus liegt natürlich erstmal auf Freitagabend und dann am Samstag dann die Vorbereitung für das Spiel am Sonntag. Ihr seid jetzt mit drei Niederlagen in die Euroleague gestartet. Viele reden von einem Fehlstart in die Euroleague. Wie siehst du das? Eigentlich gar nicht so. Also wir haben gegen Moskau gespielt und Tel Aviv sind zwei Teams, wo man am Anfang vermuten musste, dass man verliert, weil sie einfach Top-4-Kandidaten sind. Von daher haben wir in Malaga ein sehr gutes Spiel gezeigt. Am Ende wahrscheinlich hat uns die Erfahrung gefehlt, um das nach Hause zu schippen. Nichtsdestotrotz, denke ich, sieht man über die Spiele, dass wir Fortschritte machen und das ist das Wichtige für uns als Mannschaft. Wie sind für dich in deiner ersten Euroleague-Saison so die Erfahrungen? Was hast du bis jetzt für Erkenntnisse gewonnen, was nochmal anders ist? Anders ist mit Sicherheit, dass auf jeder Position Spieler sehr gefährlich sind von außen. Ich glaube, es gab bis jetzt keinen Vierer, der nicht werfen konnte. Jeder Fehler wird natürlich extrem bestraft. Man sieht es, glaube ich, immer in der Bundesliga, dass man mit einigen Sachen durchkommt, wenn man ein bisschen schludrig ist in der Offense. In der Euroleague wirst du knallhart dafür bestraft. Shuttlecock läuft fast immer aus dann. Ist auf jeden Fall natürlich ein ganz anderes Niveau. Du hast gerade angesprochen, es gibt eine neue Regel, die 14-Sekunden-Regel nach dem Offensiv-Rebound. Was hat die deiner Ansicht nach für einen Einfluss aufs Spiel? Du musst natürlich schneller abschließen, nachdem du einen Offensiv-Rebound hast. Ich glaube, bis jetzt kommt es uns noch nicht so entgegen, weil wir uns einfach noch nicht hundertprozentig angepasst haben. Aber ja, so ist die neue Regel und wir werden das Beste draus machen. Habt ihr dafür auch im System was verändert? Also gibt es quasi Plays, die man dann extra nur danach läuft? Oder werden alle Plays ein bisschen insgesamt verkürzt oder so? Wir haben natürlich zwei, drei Plays, sogenannte Quick-Hitter, die wir gleich spielen wollen nach dem Offensiv-Rebound. Unsere regulären Plays aber bleiben von der Länge her gleich.